Heute wollen wir gemeinsam mit euch mal in den Rentenbescheid reinschauen. Was steht da so genau drin und worauf muss man achten? Das und vielleicht noch ein bisschen mehr seht ihr jetzt. Hi, mein Name ist Marc. Und ich bin Niklas. Herzlich willkommen zu Finanzen im Blick. Wir wollen heute, wie gerade eben schon gesagt, mal so einen Rentenbescheid gemeinsam mit euch auseinandernehmen. Was sind so die Sachen, auf die ich vielleicht achten muss? Was sagen diese ganzen Texte da drin eigentlich, die ich eh nie lese? Weil ich gucke nur auf ein paar Zahlen. Aber die sind vielleicht doch ganz wichtig, die Texte. Und wir haben uns jetzt gesagt, Mensch, wir wollen das jetzt nicht an irgendeinem Rentenbescheid machen. Marc hat mal seinen mitgebracht. Richtig. Ich habe mal aktuell meinen Rentenbescheid mitgenommen, den ich jetzt gerade erst vor 1, 2, 3 Monaten zugeschickt bekommen habe. Wenn ihr diesen Rentenbescheid habt, da sind 3 Seiten. Wirklich ausschlaggebend ist aber eigentlich nur die 2. Und darauf wollen wir heute auch mal eingehen. Kommen wir vielleicht erstmal dazu, was habe ich in der Vergangenheit eben beruflich überhaupt gemacht? Wie war mein Werdegang? Und wie setzen sich die Zahlen dementsprechend zusammen? Also ich habe erstmal meine Berufsausbildung absolviert, wurde dann von der Bundeswehr eingezogen und habe mich dann dazu entschlossen, ach, das ist ganz nett hier, ich bleibe hier einfach mal 6 Jahre. Das heißt, also insgesamt habe ich schon 8 Jahre gearbeitet. Aber wir haben eben ein Problem bei der Bundeswehr, man ist nicht rentenversichert in der deutschen Rentenversicherung, sondern wird nur nachversichert mit dem kleinsten Satz. Und da seht ihr gleich bei den Zahlen, auf die Niklas jetzt eingeht, was macht das überhaupt aus? Einmal, um vielleicht nochmal ein Verhältnis zu diesen Zahlen zu haben. Hm? Marc, was hast du denn eigentlich bei der Bundeswehr denn so verdient? Ja, also es war schon gar nicht schlecht. Also so 2 bis 2.100 Euro jeden Monat netto. Okay, merkt euch das mal. 2.000 Euro netto, war auf die Kralle bekommen. Wenn wir jetzt mal auf diese erste Seite schauen vom Rentenbescheid, da seht ihr rechts dann so ein schwarzes Kästchen. Da sind 3 Zahlen drin. Die erste Zahl, die 860,97 Euro, das ist das, was Marc bekommt, wenn er heute nicht mehr arbeiten kann. Da gibt es ja ein staatliches System, die Erwerbsminderungsrente. Wenn man weniger als 3 Stunden am Tag keine Arbeit verrichten kann, dann hat man Anspruch darauf. Und das wäre dann das, was Marc für den Rest seines Lebens dann hat. 860 Euro. Ja. Sauber, oder? Super. Im Verhältnis 2.000 Euro? Schwierig. Noch viel schlimmer ist aber die zweite Zahl, die da untersteht. Und zwar ist das eben der Wert, den ich mir bisher erarbeitet habe. Das sind 156,76 Euro. Das heißt also, wenn ich jetzt in Rente gehen würde, wäre das das Geld, was ich bekommen würde. So, die Zahl darunter sieht aber eigentlich, augenscheinlich sieht sie erstmal besser aus, aber eigentlich ist sie noch viel schlimmer. Sie besagt nämlich 1.122,21 Euro. Das wäre die Zahl, wenn ich jetzt bis zu meinem Rentenbeginn so weiterarbeiten würde wie in den letzten 5 Jahren. Da sieht man also schon mal im Gegensatz zu unserem ersten Video mit Dennis Durchschnitt, ich habe zwar ein höheres Netto gehabt als Dennis, aber deutlich niedrigeren Rentenanspruch. Und das hängt auch damit zusammen, dass es natürlich nicht so genau bei jedem Menschen durchgerechnet wird, sondern da sind mal Ausbildungszeiten bei, kleine Fehlzeiten und so weiter. Genau. Darunter haben wir jetzt noch einmal das schöne Thema Rentenanpassung. Die Rentenversicherung geht davon aus, dass in den nächsten Jahren auch Gehälter steigen werden. So wird auch der Rentenanspruch dann steigen. Um wie viel? Weiß man nicht. Deswegen sagen sie beispielhaft, Mensch, wenn das alles um 1% jedes Jahr steigt, dann hast du sogar 1.670 Euro Anspruch später im Alter. Oder wenn es um 2% steigt, hast du sogar 2.470 Euro. Also 2.500 Euro. Ja, hört sich schon mal ganz gut an, ne? Das hört sich nicht schlecht an. Ja. Und auch wenn sich das jetzt wirklich, wirklich gut anhört, man kann ja dann auf alles da mal hoffen, ne? Steht auch da drunter von der Rentenversicherung, Mensch, zusätzlicher Vorsorgebedarf ist da. Sieht doch jetzt aber auf der Seite gar nicht so aus, oder? Wenn wir jetzt mal auf die andere Seite schauen, da erklärt sich das vielleicht ein bisschen weiter, warum das so ist. Richtig, da kommen wir nämlich zu Grundlagen der Rentenberechnung. Das heißt also, wir kommen jetzt auf das Thema Entgeltpunkte. Schauen wir uns erstmal an, wie der Dennis Durchschnitt genommen, der eben 36.267 Euro Jahresbruttogehalt hat.
Und dieser Wert wird eben für jeden Menschen in Deutschland, der arbeitet, genommen. Weil, wenn man auf diesem Wert liegt, bekommt man einen Entgeltpunkt. Liegt man ein bisschen darunter, bekommt man ein bisschen weniger, also 0, noch etwas. Und darüber liegt man etwas bei 1, noch etwas. So, was besagt es aber? Ein Entgeltpunkt heißt 30,45 Euro für die Rente. Heißt also, ich liege bei 5,1481 Entgeltpunkten und dadurch ergibt sich meine Rente von 156 Euro. Da zählen natürlich auch noch andere Sachen dazu, außer der Verdienst. Das ist Ausbildungszeiten, Erziehungszeiten, Wehrdienstzeiten und so weiter. Richtig. Die werden da auch in gewisser Weise mit reingerechnet. Also deswegen sehr, sehr unterschiedlich gerne mal. Darunter haben wir jetzt nochmal Höhe Ihrer Regelaltersgrenze oder wie sieht das jetzt eigentlich mit der Erwerbsminderungsrente genau aus? Da wollen wir jetzt mal nicht so weit darauf eingehen, wir wollen auf den fast letzten Absatz gehen und zwar Rentenanpassung, Kaufkraft und Inflation. Hatten wir das Thema nicht schon? Inflation haben wir ja schon einmal im Video davor so ein bisschen reingeschaut und wer es uns vielleicht nicht so ganz glauben wollte, hat das da mal auf schwarz auf weiß stehen. Die Rentenversicherung geht davon aus, dass 1,5% Inflation in den nächsten Jahren beibehalten wird. Und für Mark heißt das jetzt in dem Fall, dass 100 Euro, die er heute hat, sind 2056, wenn du in Rente gehst, nur noch 55 Euro wert. Richtig. Also dein Geld, was du hier angezeigt bekommst, halbiert sich nochmal fast, wa? Das ist, glaube ich, noch nicht mal alles. Ja, das ist noch nicht alles, denn das Ganze muss ja auch noch versteuert werden und krankenversichert bin ich zum Beispiel auch noch. Wenn wir jetzt die 1122 Euro nehmen, dann läuft das durch die Steuermühle, Krankenversicherung und ist durch die Inflation nur noch fast die Hälfte wert. Dann, Marc, sind das für dich 376 Euro, die du an Rente im Grunde zur Verfügung hast. Das ist schon ganz schön bitter. Cool, oder? Ja, bei 2%, sagen wir mal einfach das Best-Case-Szenario, wären es 2470 Euro im Gesamten. Steuer wieder abgezogen, Krankenversicherung wieder abgezogen und die Inflation liegen wir auch gerade mal bei 830 Euro. Das heißt, mit dem Best-Case-Szenario wäre ich gerade mal auf dem deutschen Existenzminimum. Genau, richtig. Und das ist schon übel, wenn man sich das mal vor Augen hält, was das eben bedeutet. Also, nichtsdestotrotz oder nicht umsonst, sagt der Staat oder die deutsche Rentenversicherung, ihr müsst privat vorsorgen, wir können es nicht mehr komplett aufwenden für euch. Ja, und jetzt gibt es natürlich vielleicht ein oder zwei von euch, die sagen, Moment mal, ihr habt da überhaupt gar nicht Steuerrückerstattung oder sonstige Steuervorteile mit bedacht. Nee, haben wir nicht. Weil, wie sollen wir das denn daraus jetzt nehmen? Das ist individuell für jeden wirklich eine Sache für sich. Da lohnt es sich auch wirklich immer einfach mal einen Steuerberater zu Rate zu ziehen, um da dann für sich genau das Optimum oder die genaue Zahl für sich rauszubekommen, das wäre jetzt völlig aus der Luft gegriffen. Oder bei anderen Fragen einfach selber bei der Deutschen Rentenversicherung anrufen. Da sitzen super nette Mitarbeiter, die jede Frage gerne beantworten. Ja, und wir freuen uns natürlich, euch in den nächsten Videos dann wirklich mal vielleicht die gängigsten Methoden, die es am Markt so gibt, für private Altersvorsorge einfach mal vorstellen zu können. Da gibt es ja auch unendlich viele Modelle. Und ja, wenn ihr Anmerkungen habt, wenn ihr Fragen habt, wie auch immer, schreibt uns das einfach. Wir freuen uns immer über jegliches Feedback und wollen natürlich dann mit euch gemeinsam weiter in diesen Videos ein bisschen unterwegs sein. Genau. Ansonsten bis zum nächsten Mal. Tschüss.